Habe ich Ihnen je erzählt, wie wir uns mit einer Armada von Piratenjägern angelegt haben? Oh ja, die Dinge liefen ganz schön aus dem Ruder. Und dann tauchte eine zweite, gigantische Flotte auf. In einer blendenden Offenbarung der heiligen Dreieckigkeit selbst hatte einer von uns die Idee. Eigentlich macht das gar keinen Sinn, wenn ich nicht noch ein bisschen weiter aushole. Also, hören Sie zu. Ich war also etwas in Bedrängnis, als diese schneidige junge Gaunerin im Alleingang die gesamte Wachmannschaft einer Militärstation des Finanzministeriums überwältigte. Du lieber Eiersalat, du bist einer für große Geschichten, Axiom. Wenn du nicht aufhörst, jedes Mal, wenn du diese Geschichte erzählst, ein weiteres Stück schuppenaufstellender Prahlerei hinzuzufügen, lasse ich eines Tages dein Bastu zwangsversteigern. Fangen wir also noch einmal an. Und zwar bitte ganz von vorne. Unsere Wildcard befand sich gerade in einer misslichen Lage und hatte viel Zeit, über ihre vergangenen Fehler nachzudenken. Und nachdenken, das tat sie. Denn was hatte sie nun hergebracht? War es das Ego, das doch zu soft war? War es die Bewertung auf Steam? Die eindeutig zu Konsequenzen geführt hätte? Erst für das softe Ego und dann für sie? Wer weiß es schon. Es sieht aus, als wäre heute ihr Glückstag, Zweiauge. Das ist die Koje von Hino Hurricane, der legendären Piratin. Das Ministerium ließ sie verschwinden, bevor sie die Chance zur Flucht hatte. Aber nicht bevor sie ihre Zelle vorbereitet hatte. Goldenes Ticket nennen die Insassen das. Die Wachen haben es nie herausgefunden. Aber aus irgendeinem dreifach verfluchten Grund haben sie niemanden sonst dort hineingesteckt. Niemals. Tja, aber genau da sind sie gelandet, nicht wahr? Und durch die Dreieckigkeit werden sie derjenige sein, der uns endlich hier rausholt. Wir haben eine Nasszelle. Worauf warten Sie noch? Untersuchen Sie jeden Winkel. Ich bin gerade fasziniert. Muss doch etwas das ist die einzige Toilette, die ich bislang im Spiel gesehen habe. Die Platte neben der Tür vielleicht. Ja, meine sehr gut. Ist ganz fest. Aber das könnte es sein. Gelobt seien die funkelnden Sterne. Sie haben es geschafft. Plaudern wir ein wenig, ja? Du hast doch keine aufzuplaudern. Ich heiße Sie an meiner Schwelle willkommen, Auserwählte. Wer sind Sie? Können wir uns sparen, denn Aktionen, das haben wir schon rausgefunden. Hier ist der Deal. Befreien Sie mich aus dieser Zelle und ich sorge dafür, dass Sie von dieser Station wegkommen. Ich habe es schon mit Hacken. Ich wollte sagen, habe schon versucht, mir Zugang zum Sicherheitssystem zu verschaffen. Aber die Stromschwankungen setzen es ständig zurück. Wahrscheinlich mit Absicht. Wenn Sie es schaffen, den Generator zu manipulieren und das Stationsmodul auf Notstrom zu schalten, bekomme ich ein kurzes Zeitfenster, um meine Zelle zu öffnen. Okay, jetzt frage ich nochmal fürs Protokoll. Ich bin das Axiom. Aber Sie dürfen mich Axiom nennen. Es ist mir ein Vergnügen. Die Idioten vom Ministerium halten mich für einen Hacker. Das zeigt aber nur, wie sehr sie mein Handwerk unterschätzen. Okay. Also. Hier, nehmen Sie diesen Kommunikator, damit wir uns koordinieren können. Ich habe Insider-Informationen über die Gefängnisanlage und werde sie aus der Ferne führen. Fragen Sie nicht, das gehört zu meinem Job. Ah, der Ausbruch war also schon vornherein geplant. Ich warte hier und räume meine Zelle auf. Sieht aus, als würde ich früher entlassen. Ja, ich meine, wenn man sich die Gitterstäbe hat, dann kann man natürlich auch von Besuchern das ein oder andere zugesteckt bekommen. Macht schon Sinn. Da geht's lang. Viel Glück. Nehmen Sie den linken Korridor. Gehen Sie geradeaus.
Moment. Wo ist jetzt die Führung? Der Netzschalter sollte irgendwo in der Nähe sein. Betreten Sie die Luftschleuse und ziehen Sie Ihren Raumanzug an. Und ich möchte wirklich erst etwas mehr wissen. Und zwar möchte ich wissen, ob hier noch andere sind. Warte, hier waren wir noch nicht. Guten Tag. Ach, sondern. Ja, ich glaube, einen wie dich gibt es kein zweites Mal. Du kannst so ziemlich alles, und weil ich das weiß. Ich schätze, das Modul von dem anderen hat mir da geholfen. Vielleicht hole ich dich mal wieder raus. Wie heißt du? Esch, Fanan, Eschand. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Ganz zurück. Einmal falsch gelaufen. Der Weg zurück spiegelt sich aber komplett. Das ist witzig. Nee, das war ja da, wo es nirgends hinging. Ja, ich komme schon noch zum Stromgenerator, aber wenn wir etwas hier haben, ist es Zeit. Ich will nur schauen, ob ich hier vielleicht noch irgendetwas finde. Nee. Nee. So, na, und das ist schon wieder passiert. Sieht alles so gleich aus. Das ist die falsche Seite. Die Flugschule. Ich glaube, die Flugschule hat mir gar nichts erzählt. Ich habe sie nämlich nicht gemacht. Ah, genau, ich bin da drüber.
Einmal kurz bremsen. Da reingekommen. Schauen wir mal auf der Seite. Oder so. Okay. Ah, mir wurde schon ein kleiner Hinweis gegeben. Aha. Ich wurde reingelegt. Du bist Tumulis. Ich bin unschuldig. Das ist eine großartige Moral und das innerhalb der im Gefängnis ist. Na. Der andere Typ war schuld. Du bist aber auch ein Top-Ingenieur. Ich hätte dich gern dabei. Aber leider muss ich erstmal. Ich wusste wirklich nicht, dass er Polizist ist. Nee. Ich dachte, er sei einfach. Das war's. Jetzt kehren Sie zurück zur Luftschleuse. Was ist mit den Polizeilichtern? Sagte er. Ich möchte die Geschichte hören. Erzähl weiter. Nun, ich fand, sie sahen sehr festlich aus. Ich bin unschuldig. Okay, alles klar. Finde ich auch. Ein bisschen Licht und Schatten. Und die Waffe wohl noch ausrüsten. Ah, schon. Okay. Ihr neuer Laser hat eine geringe Leistung, aber wenn Sie ihn weiterhin auf das Schloss richten, geht es irgendwann kaputt. Auf das Schloss, okay. Ja, sehr gut. Der Handlaser ist auf 1. Nee. Und jetzt hin. Ja, nimm das leblose Objekt. Das leblose Objekt. Ich wusste gar nicht. Moment, für Aktion jetzt hier raus. Ich bin ja jetzt gleich draußen. Wahrhaft großartige Arbeit. Und unser Fluchtschiff wird auch gleich im Dock ankommen. Halten Sie ein paar Augen auf. Ich bin auf dem Weg. Okay. Wo ist er nun? Hey! Ach du Shit. Da ist richtig viel Verkehr. In Andock-Warteschlange eingereiht. Warte. Ich glaube, ich habe nicht da gesagt. Sorry. War nicht nah genug, um Schaden anzurichten. Lass mich hier nicht stehen. Andock-Erlaubnis erteilt. Okay, ich komme. Ich habe unser edles Schiff betreten. Worauf warten Sie noch, Auserwählte? Auf Distanzüberbrückung. Mann, ich bin nicht so schnell. Selbst mit Zusatzschub. Bringt ja gar nicht.
Hey, nicht abhauen. Ich bin noch da. Nicht ohne mich. Kid. Ich bin da. Ja. Muss ich sehen. Setz Kurs auf die arkadische Bestrebung. Okay, nun wird gereist. Soll ich dir erst Bescheid sagen, dass ich da bin? Die arkadische Bestrebung, unser Schiff. Fragen Sie mich nicht nach dem Namen. Hat irgendwas mit wolligen, tyrannischen Tieren und Verbrechen im Paradies zu tun. Der Maestro hielt es für klug, sich einen mobilen Stützpunkt zuzulegen. Und ich neige dazu, ihm... Da ich ja entsprechend geschnitten habe, nun ja, wir hatten es ja am Anfang von der Bewertung, die mich in Ungnade fallen ließ. Und ich muss sagen, ich kann meine Meinung noch nicht revidieren. Er wollte einfach nicht weg. Deshalb habe ich kurz die Augen zugemacht. Drei Minuten oder so gewartet. Während etwas passiert ist. Und als ich die Augen wieder aufgemacht habe, waren wir endlich wieder am Fahren. Oder besser gesagt, fliegen. Dieses Spiel wird nicht gefahren. Doch, in diesem Spiel wird gefahren. Aber das ist, wenn ich... Nicht wir, wir fahren nicht. Und... Ich zeig's euch, wenn es soweit ist. Okay. Das sind 18 Billionen oder 18 Millionen? Billionen. 18 Billionen. Hm? Maus. Milliarden. Ich gucke zu viel amerikanische Medien. Das zwischen Millionen und Milliarden noch die Milliarden sind. Ich habe ganz vergessen. Vor uns befindet sich ein Sprungtor. Wir sind dabei, in gesetzlosen Raum einzutreten. Also schnallen Sie sich an. Das ist so. Erreiche System. Windfall. Sie sind ja schon durch. Ich habe noch nicht mal einen Platz zum Anschnallen gefunden. Da ist sie, unsere ureigene Piraten. Ich meine Abenteurerbasis. Ist sie nicht eine Schönheit? Wir reden also nicht darüber. In Ordnung. Schön ist relativ. Originell auf jeden Nun, Fall. Nun, beobachten Sie meine beeindruckenden Andockmanöver, Sterbliche. Sind Paraniden nicht sterblich? Ich meine, was mir gefällt, ist die Vielfältigkeit. Ich sehe terranische Einflüsse, paranidische. Splitzig. Ah, süße, vertraute Umgebung. Ich denke, ich statte der Brücke einen Besuch ab, um mit dem Rest der Besatzung über Neuigkeiten zu plaudern. Nun los, zum Maestro, unserem Kapitän. Sagen Sie ihm, dass ich Sie geschickt habe. Er wird Ihnen etwas zu tun geben, um Sie von dieser turbulenten Episode abzulenken. Und denken Sie daran, sich ordentlich zu benehmen. Ja, er ist brillant und mitfühlend und all das. Aber er ist immer noch ein Split. Ich möchte nicht rüberkommen und das, was von Ihnen übrig ist, von den Wänden kratzen müssen. Ich hab eine Waffe fast bekommen. Hätte ich es vergessen. Unser Fluchtschiff ist schon abgeschrieben. Betrachten Sie es als Ihr Initiationsgeschenk. Ah, vielen Dank.
Schönes habe ich. Hey, das ist meines jetzt. Okay, ich dachte, da kann ich mich von außen sehen. Das geht nicht. Es geht mal öfter mal in Cutscenes. Wir sollen zur Brücke, wollte da auch nicht auch hin. Also das hier ist mehr teleportieren als fahren. Das meinte ich nicht. Okay, ist nicht hier. Okay. Ich denke, du bist der einzige Split hier. Du sein da. Split sein, Maestro. Du haben Axiom schon getroffen. Split schätzen deine Hilfe bei Flucht von Axiom. Selbst wenn Motive vielleicht Eigennutz. Split und Crew, elysische Köter, haben Reise zu völliger Unabhängigkeit begonnen. Split haben Interesse, Kreatur mitzubringen, der Gesetzesbruch nichts ausmachen. Mit Sicherheit, du haben passendes Profil. Regulärer Schmuggler und bester Pilot, das Ass, haben schon Verpflichtungen. Crew also jemand brauchen zum Raumkraut schmuggeln. Kleine Aufgabe, testen, ob du vertrauenswürdig. Du Interesse haben? Ja, warum nicht? Ich hab grad sonst nichts zu tun. Gut. Split wussten, dass Split auf dich zählen können. Crew haben bereits Raumkraut in Frachtraum deines Schiffes gebracht. Split lassen Käufer wissen, dass du kommen. Weg zu Käufer führen durch überwachten Raum. Aufpassen, dass dich nicht entdecken. Schnelle Reise. Okay. Ach, übrigens, wir haben meine erste... ja, mein Leben vor dem Gefängnis gesehen hat, dem wird auffallen. Die 42 sind weg. Eindeutig ein Fortschritt. Ach, auf der Seite. Moment mal, das geht gar nicht. Nein, nein, das geht nicht. So, so ist das viel besser. Jetzt kann ich auch gerne mal schmuggeln. Aber vorher möchte ich bitte einmal speichern. Ich habe das Gefühl, das könnte etwas gefährlich werden. So, dann auf und davon. Bis gleich. Was ist das eigentlich für ein Modell, in dem ich da hier gerade sitze? So. Tschüss. Also erstmal erkunden, wohin müssen wir? Dahin müssen wir nicht. Um zu beweisen, dass die Kreatur, also ich, zur Piraterie fähig sind, sein und zu guten elysischen Kötern passen, beauftragen Split die Kreatur mit einer Lieferung an den Kunden. Bleiben Sie wachsam, denn Fracht, sein Schmuggelware, ja, wohin? Ich kann ja nicht wieder nachher. Anhatiqua Argon Handelsstation. Tja. Nun. Am besten ich gehe zurück zum Tor. Das ist. Was habe ich hier an Bewaffnung?
Pulsleser. Pulsleser in Ordnung. Keine Sekundärwaffen. Okay. Das sollte vielleicht eine meiner ersten Anschaffungen sein. Moment. Ich weiß ja gar nicht, ob das funktioniert, das so zu lassen. Was haben wir denn hier? Weiß nicht. Was willst du mir? Nun, das ist doch mal ein erfreulicher Anblick. Beeilung, wir werfen die Fracht ab. Bekomm du mich erstmal. Ach, verpiss dich! Ah, mir wird das Tor hier jetzt auch als das Richtige angezeigt. System. Profitabler Handel. Okay. Wie geht's? Das war doch das falsche Tor. Schauen wir mal, was du für mich hast. Welches ist dann das Richtige? Oh, das sieht interessant aus. Besser die Fracht auswerfen, schnell! Kein Tor. Hä? Moment. Sprungtor. Profitabler Handel. Zeigt mir doch das Tor wieder an. Das Tor sein. Ich hab doch nur das eine. Da! Moment. Nee, das ist das Tor, an dem ich gerade war. Oder findet sich hier noch ein anderes? Nee. Da fliegt es davon. Okay. Das ist die Hadiba-Arm- und Handelsstation. Ne, das ist Teladi-Gebiet. Und das ist auch noch Teladi-Gebiet. Fall, wenn man es gibt, ne? 18 Milliarden.
Man, du hättest mir eine Karte mitgeben können, ehrlich. Also das hinten drin, das ist das Tor, aus dem ich gekommen bin. Das kannst du nicht sehen. Und der Karte nach ist das auch eindeutig das hier. Erreiche System. Profitabler Handel. Sieht nach Eingängen zum Highway aus. Nicht der Highway, aber ein Highway. Eine Schnellstraße. Fliege zu 18 Milliarden, werde ich jetzt den Teufel tun. Nochmal veralberst du mich nicht. Profitabler Handel 3. Das Tor da sieht inaktiv aus. Leute drumherum. Okay, ich komme da aber nicht drüber. Das ist kein Tor, das ist eine Station. Aber das ist ein Tor. Ich frage mich, aber ich glaube, es ist viel Punkte besser. Warum alles so ebenerdig oder ebenmäßig angeordnet ist. Okay. Erreiche System. Schwarze Sonne. Du gerade ins System eingetreten, wo Raumkraut illegal.
Meiste Gruppen im Netzwerk verbieten mindestens einige Waren. Manche Systeme nachsichtiger sein als andere. Für unser Überleben entscheiden, solche Nuancen erkennen. Du halten Abstand zu Polizeischiffen, hoffen, dass dich nicht entdecken. Wenn sie es tun, du hoffen, dass dein Schiff schneller sein als ihrs. Ich stehe unter Beobachtung, schon verstanden. Okay, dann wieder zurück. Versuchen wir den Leitstrahl zu folgen. Wenn du sagst, hier sind wir illegal. Das ist der argonische Raum, wie es aussieht. Sprungtor, profitable Handel. Verbieten wir einfach Raumkraut hier. Wie ist es zu verpassen? Erreiche System, profitabler Handel. Das ist jetzt etwas ungünstig. Gut, wenn die Stationen den dreidimensionalen Raum nicht nutzen, hier tun es. Ich glaube, das muss einfach im selben System gewesen sein. In 18 Billionen in dem Fall. Das ist eine großartige Idee aus dem Gefängnis, aus dem ich ausgebrochen bin, in 18 Milliarden. Genau in dem System auch was ausliefern zu müssen. Ihr macht ja eine hübsche Prüfung mit mir. Und 90 Kilometer, okay. So, erzieh mal einen Schwank aus deinem Leben. Nee. Ja, also zumindest in meinem letzten. Habe ich aus Versehen eine Raumstation angegriffen? Wie man das schaffen muss? Also, ich meine, ich, meine Leute. Ich habe meinen Leuten gesagt, sie sollen ein Schiff verteidigen. Und was sie gemacht haben, eine Station angegriffen. Weil ich mich verklickt habe. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich meine nicht, dass das softe Ego da nicht fleißig mitgeholfen hätte. Naja. Dann war meine Geduld erstmal etwas überstrapaziert. Das war aber auch noch nicht der Punkt, an dem ich diversen Leuten abgeraten hatte, das Produkt zu kaufen. Das kam erst, nachdem ich mich etwas weiter darüber geärgert hatte. Auf vieles. Erreiche profitabler Handel 4. Ey. Okay. Wieder zurück in ein Pirateriegebiet, wo jeder Zweite mir sagt, ich soll meine Frachter werfen. Großartig. Gibt eigentlich so eine Art Leuchtfeuer oder irgendwie, das sagt, dass ich zu den dreckigen Hunden oder wie wir heißen gehören? Und dass ich sozusagen unter Protektion stehe? Das wäre hilfreich. Ja, jetzt will er nicht mehr mit mir reden. Schauen wir uns unser Schiff mal von draußen an.
Schlüssel. Ich dachte, wir hatten eine. Ah, schnell speichern, okay. Ich dachte, wir hatten eine freie Kameraansicht ums Schiff rum. Wer hat denn dann? Ein Asteroiden mitten in meine Bahn gelegt. Okay, nach 18 Milliarden. Und jetzt nach Stellerzeugen. 18 Milliarden. Moment, kennen wir Stellerzeuge schon? Nein. Dann ist das aber auch nicht. Merkur, Verteidiger. Auch nicht unser Ziel. Gut, dieses Tor kennen wir noch nicht, also sind wir auch noch nicht durch. Und ich jetzt mal hier durch. Das Symbol hat es mir vorhin schon gegeben, das war es ja offensichtlich nicht. Aber die gelbe Linie führt dahin. System. Stiller Zeuge. Wir finden nach Hachikos Entscheidung. Aha, hier ist der Highway. Also auch immer das ist, mir feindlich gesinnt. Sagst du mir jetzt was? Terranisches Protektorat. Warte. In der Richtung sind noch viele Sachen. Na gut, schon in Fabriken zu sein. Okay, dann probier es mal hier. Das wird doch nicht einfach ablegen. Ja, jetzt kommen wir an den Fabriken vorbei. Da geht's hin, wo wir nicht wissen, wo wir hingehen. System. Adäquats Entscheidung. Verlasse den Highway in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Okay, wir sind irgendwo in der Richtung unterwegs. Andocken nicht möglich. Dieses Ziel hat keine Docks. Bist du mich jetzt verheiratet? Du kannst mal ein Baulager andocken. Andock-Erlaubnis erteilt. Aha, ich habe was an ein Baudock. Split haben alles mit Käufer geregelt. Du können Raumkraut einfach nur übertragen. Normalerweise, man können illegale Ware nicht an Stationen verkaufen, ohne erst Schwarzmarkt aufzubauen. Diese automatische Nachricht wird ausschließlich in der Nähe von Ketzers Untergang gesendet. Die Zeichen deuten darauf hin, dass wir in Kürze Zeuge der außerordentlich seltenen Reaktivierung eines Sprungtors werden. Das Bündnis der Pforte hat eine Expedition zusammengestellt, um dieses seltene Ereignis zu untersuchen. Eine Reaktivierung, die wissenschaftlich untersucht werden kann, ist eine äußerst seltene Gelegenheit. Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Würde mich tatsächlich brennend interessieren. Erfolgreich angedockt. Mhm. Willkommen. Okay. Transaktionswert 36.000. Okay. Wie es dann von hier aus weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge, denn hier mache ich jetzt erstmal Schluss und sage bis in. Sollte Samstag sein. Bis dann und tschüss.